gleich über die Brücke benutzen. Ja. So, jetzt aber mal ernst. Unten. Das ist schon viel zu kompliziert im Geheimgang. Das ist immer noch voll fies. Schlüssel. Ich hatte einen voll den komischen Gesichtsausdruck. Das wollte ich doch gar nicht. So. Oben. Lesen die Löcher nicht mehr instant game over. Upp. Ha. So. Wie schnell die unterwegs sind. So. Aber ich muss auch noch beeilen, weil die wiederkommen. Wie gemein. Jetzt? Danke. Hallo Speicheropa. Komm ich gerade sehr gelegen. Oh, okay. Kann ich auch. Okay. Upp. Ich kann eigentlich ganz gut ausweichen, wenn man einmal weiß, wie es geht. Nämlich. So wollte ich sagen. Ja, das Spiel war anderer Meinung. Na gut. Ey. Du hast nichts mehr verloren, Kollege. Am Teil muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ja. Oben ist noch eine Vase. Slime, please. Komm. So. Waffe? Das ist echt eine Menge Plattformen. Yep. So. Hallo Musikclub. Gott, mehr Wege. Hilfe. Ah, die haben nur zwei Einstellungen. Okay. Das
geht ja noch. Die Einstellung nicht Todesgrube des Todes. Ah. Mit dem einen Affen braucht. So. Und ein Elefanten, gut. Ich merke auf jeden Fall, wie man alle Formen braucht, um weiterzukommen. Das hat was. Oh, ich komme nicht dran. Dann kann ich die zerstören? Nee. Kann ich als... mit dem Sturm? Nee. Da kommen liebe Plattform. Hallo? Oh. Oder so. Guck zu. Das wird uns selber brauchen, okay. Gucken wir da oben zu sein dafür. Gut, schließen wir hier rein. Treasure! Woo. Yay. Jetzt? Nee, selber hauen. Jetzt bin ich offiziell verwirrt. Wir rein jetzt vielleicht. Ah. Ah. Verdammt. Wo komme ich jetzt eine Schlüssel her? Ich glaube, ich habe eine Idee. Au. Ich glaube, ich brauche einen Trank. So. Genau. Hallo, lieber Herr Zauberer. Ja, ein Schlüssel, natürlich. You got the key. So. Aha. Und da kann ich jetzt drüber gehen.
Das ist natürlich clever gemacht, dass man mit den Schaltern die Tür auf der anderen Seite kontrolliert. Weil man sieht, auf den ersten Moment offensichtlich ist. So. Nervenpower. So. Und mehr Speicher aus dem Dungeon natürlich. Weil natürlich nicht einfach, dass es das Spiel leichter macht, aber trotzdem. Ja. Ah, das sind die Plattformen. Die kenne ich doch noch. Irgendwoher. Hoch bitte. Das ist natürlich cool, dass die zurück sind. Okay. Ja, auf dieselbe Richtung? Tatsache. Aber das ist bestimmt noch mal eine Kreuzung, wo ich alles steuere. Hilfe. Yep. So. Und weglaufen, wieder drauf. Den Gegner ignorieren, drüber. So. Das ist gar nicht so einfach. Yep. Höher ein Schlüssel? Tatsache. Und wieder zurück, nehme ich mal. Wow! Dude! Das war falsch. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich machen soll, aber trotzdem, Nee. Na gut, das geht auch. Also nach oben. Mehr Wege zum Erkunden natürlich, was denn? Na gut, das kann ich. Noch ein Schlüssel. Ha. Das war doof. Bleib hier. Nö. Ist doch gar nicht knapp oder so. Unten, links, oben. Damit.
Na gut. So. Also mir gefallen die Rätsel auf jeden Fall bisher hier in dem Dungeon. Und Schlüssel Nummer 3. Platsch, Schandtape ist Matsch. Yep. Hoffe, man kann nicht verdrückt bleiben. Ja. Okay. Sind beide Augen nach unten. Ah, natürlich. Ich meine, jetzt habe ich 4 Schlüssel und kein Schlüsselloch. Was? So. Damit. Ja, komm, zu spawnen. Danke. So. Nee, ich bin ja durchgefallen. Wusch? Aha. Jetzt habe ich ihn gesetzt. So. Und ich muss schnell machen. Das ist der Effekt von der Creme. Ne, unterschiedliche einstellen. Moment, das. Es gibt noch mehr Kombinationen. Oh. Screw Gravity? Das sieht sehr cool aus. But wait, there's more! Was? Allen unten? Da muss man in einem Raum die Kombination rausfinden. Hallo Magic Gem. Eine Menge Loot. Yep. Ah. Ihr braucht zumindest mal die Schlüssel. Oder einen von ihnen. Oder zwei von ihnen. Oder drei von ihnen. Wenigstens gibt es ja reichlich Geld. Oder alle 4. Okay. Ah, okay. Links, rechts, oben, unten.
Das kann ich, glaube ich. Was ist, ich komme nicht wieder zurück, so irgendwie das hier dauert. So rum, oder? Ja. Du stimmst. So. Oben. Unten. Next.